Hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich schraube wieder was auf und ich hoffe, ich krieg nicht Ärger dafür. Na, niemals. Wenn man Mietgeräte aufschraubt, kriegt man niemals Ärger. Nie, nie. Meine Steuerberaterin hat mich geschimpft, hat gesagt, ich führe mein Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß. Und sie wird mir ein elektronisches Fahrtenbuch-Dingens. Ich soll mich mal erkundigen, wie das funktioniert und so weiter. Habe ich nämlich gemacht, weil ich mache es halt einfach echt nicht sehr ordentlich, weil wenn ich halt 2 Kilometer zur Post fahre, dann vergesse ich halt zu 90% die 2 Kilometer aufzuschreiben. Also habe ich mich mal erkundigt, es gibt die Firma Wimka. Die machen sowas. Und ich bin total begeistert, ich habe das schon aufgemacht. Und zwar, guckt euch das mal an. Eine handgeschriebene Begrüßung. Willkommen bei Wimka. Ich meine, die verlangen natürlich auch Geld dafür. Und haben eine echt ganz, ganz schöne Anleitung drin. Auch nochmal mit Erklärung, wo man es ansteckt und so weiter. Also echt für Laien gemacht. Und der Stecker sieht so aus und die haben Schrauben drin. Die wissen ja, wenn Schrauben drin sind, schrauben wir es auf. Ich werde wirklich, wirklich aufpassen diesmal, denn das Ding gehört nicht mir. Man mietet, also es ist grundsätzlich jetzt erstmal die 30 Tage Testphase von der Firma und man mietet das Teil, glaube ich, man hat da so ein Jahresabo und ich gehe mal davon aus, dass ich das Ding irgendwann wieder zurückgeben muss. Aber ich will es aufschrauben, denn es hat OBD, das heißt, es hat irgendwie CAN drin, es hat USB-Anschluss irgendwo, hier, Micro-USB, das heißt, da kann man schon mal gucken, was das hat. Es hat GSM drin, also es hat eine SIM-Karte integriert für, steht sogar eine E-Mail drauf, sehe ich gerade. Es hat eine SIM-Karte integriert, denn es tut quasi automatisch die Daten übertragen. Und es hat GPS integriert. Und wir schauen uns echt mal an, was drin ist, weil ich würde es gern wissen, weil es sind schon ein paar Dinge, wo ich sagen würde, wäre interessant, was die da so verbauen. So, ich passe echt mächtig auf, dass ich nichts kaputt mache und auch keine Schrauben verliere. Und ich hoffe inständig, dass da keine Batterie oder was drin ist, die dann gleich erkennt, dass ich das Ding aufgemacht habe. Uns dann für immer unbrauchbar macht. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie das Teil aufgeht. Ja. Abnehmen. Da ist ein Akku drin. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht mächtig Probleme, weil der Akku. Oh oh. Nein, ja, der ist gut gemacht. Der haben sie mit so Federkontakten verbunden. Hier sind die Goldkontakte. Ich hoffe, das gibt jetzt nicht gleich Ärger, weil er sagt, das wird nicht mehr erkannt. Wir sehen hier hinten die GPS-Antenne. Ist die hinten angebracht, an der Seite. Da ist ja nochmal das Zeichen. Das ist eindeutig die GPS-Antenne. Und unten drin, da kann ich gar nicht weitermachen, Leute. Das wird leider ein kurzes Video. Das wird leider ein kurzes Video. Ist die Antenne hier geklebt, so wie es aussieht. Die haben hier eine GSM-Antenne, eine gekaufte GSM-Antenne. Nee, die haben hier eine selber gemachte GSM-Antenne drin. OBD-V6 3G-Antenne steht drauf. Das Teil hier, sehr schön mit einer Flex-Platine gelöst. Man sieht hier unten auch nochmal die Antennenstruktur. Absolut brillant. Und hier ein dickes Abschirmgehäuse. Hier diese GSM-Antenne, die GPS-Antenne. Auch hier wieder über Federkontakte, SMD, gewinkelte, vielleicht auch bedrahtet, ich kann es gerade nicht genau sagen, ist die GPS-Antenne angeschlossen. Also so gesehen schon mal ein ganz, ganz, ganz krass schönes Design. Wir hebeln jetzt aber noch ganz vorsichtig das Abschirmgehäuse runter, weil ich glaube, da können wir schon unten drunter gucken, was da drin ist. Aber viel weiter will ich mich dann auch nicht trauen, mich da aus dem Fenster zu lehnen. Das sieht zum Teil gelötet aus. Traue ich mich nicht weit daran. Ich bin. Ja, sagt Feig zu mir. Aber ich traue mich echt nicht, Leute. Tut mir leid. In dem Fall muss ich es wieder zuschrauben. Ich hoffe echt, ich kriege jetzt nicht Probleme, weil der Akku entfernt wurde. Das wäre schlecht. Ah, ich bin neugierig. Die verstehen das sonst sicher, wenn ich sage, ich bin YouTuber und ich habe hier versucht, ein Video zu machen. Aber, ja. Ansonsten, ich kann leider nicht weiter reinschauen, Leute. Tut mir leid fürs kurze Video. Hochladen wollte ich es trotzdem. Vielleicht mache ich mal irgendwann einen Bericht, wie zufrieden ich bin mit dem Dongle.
Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.